Wien bekommt seine erste afroösterreichische Vizebezirkschefin. Die 37-jährige Mirelle Ngoso wird die neue stellvertretende Bezirksvorsteherin der inneren Stadt. Am Mittwoch wurde sie von der Wiener SPÖ vorgestellt. Dass ich als Frau mit sichtbarem Migrationshintergrund in dieser Funktion gewählt wurde, ist ein Signal für die Weltoffenheit dieser Stadt und vor allem auch der SPÖ inneren Stadt, die mir einfach die Möglichkeit gibt und das Vertrauen schenkt, diesen Bezirk mitzugestalten. Sie sehe sich auch als Vorbild für andere Menschen aus der afroösterreichischen Community, sich verstärkt in der Politik zu engagieren. Ngoso wurde 1980 in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Als sie 3 Jahre alt war, flohen ihre Eltern mit ihr nach Wien. Seit 2015 ist die Bezirksrätin in der inneren Stadt. Wichtigstes Anliegen der designierten Vizebezirksschefin. Ich finde es super, dass der erste Bezirk so attraktiv ist, dass hier jeden Tag viele Menschen kommen zum Einkaufen, zum Arbeiten oder nur zum Flanieren auf der Kärntner Straße. Aber gleichzeitig nimmt die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner stetig ab. Mein Ziel ist es, dass der erste Bezirk ein Wohnbezirk bleibt, dass immer mehr Menschen auch zukünftig hierher ziehen. Ich habe dafür 3 Schwerpunkte. Die wären erstens das leistbare Wohnen, zweitens der öffentliche Raum und drittens natürlich auch als Ärztin die Gesundheit. Der Bezirksvorsteher der inneren Stadt, Markus Fiegel von der ÖVP, gratulierte Ngoso zu ihrer neuen Aufgabe.